Es ist der absolute Horror. Der Golfstrom fällt aus und in Europa bricht eine Eiszeit an. Der Golfstrom ist ja eine Art Warmwasserheizung für Nordeuropa und es gibt viele Forschungsteams, die immer wieder eindringlich davor warnen, dass sich der Golfstrom abschwächt, ja vielleicht bald sogar komplett zum Erliegen kommt, ausgelöst durch den Klimawandel. Ein hochspannendes Thema, das ihr euch bei WhatsApp gewünscht habt, wie ihr an meine Nummer kommt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Also, warum ist der Golfstrom so wichtig und droht uns tatsächlich eine Eiszeit, falls er versiegt? Herzlich willkommen bei Klicks und Science and Fiction. Der Golfstrom, eine Art Klimamotor für Europa. Dieses Strömungssystem kommt aus der Karibik, genau genommen von den Bahamas. Auf seinem Weg erwärmt sich das Wasser auf bis zu 30 Grad Celsius und seine Wirkung zeigt sich bis zur Küste Norwegens. Den Golfstrom kann man sich vorstellen wie eine riesige Umwälzpumpe. Denn zum einen fließt nah an der Oberfläche warmes tropisches Wasser über den Atlantik in Richtung Europa. Aus dem Nordatlantikstrom verdunstet Wasser, die Salzkonzentration des Meeres steigt. Zudem kühlt sich der Strom ab. Beide Faktoren führen dazu, dass das Wasser dichter und schwerer wird. Es sinkt in die Tiefsee hinab und gelangt zurück nach Südwesten bis zum Südatlantik und zwar als kalte Tiefenströmung. Somit verbindet der Golfstrom 4 der 5 Ozeane miteinander. Forschungsteams bezeichnen ihn auch als das globale Förderband von Meeresströmungen. Das Absinken des Wassers passiert vor allem in den nördlichen Breiten der Labrador- und der Grönlandsee. 17 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde stürzen in eine Tiefe von bis zu 4000 Metern, der größte Wasserfall der Welt, und zwar zwischen Grönland und Spitzbergen. Tatsächlich 15 Mal so viel Wasser wie alle Flüsse der Welt zusammen. Wow. Durch dieses Absinken des Wassers entsteht ein Sog und eben der zieht den Golfstrom Richtung Europa. Im Großen und Ganzen haben wir es in Mittel- und Nordeuropa dem Golfstrom zu verdanken, dass hier vor allem im Winter eher mildere Temperaturen herrschen. Es gibt Schätzungen, nach denen es ohne ihn in Nord- und Nordwesteuropa im Durchschnitt bis zu 10 Grad kälter wäre. Dann sähe die Landschaft eher so aus wie in Kanada, karg und eisbedeckt statt grüner Wiesen und Wälder. Die Mündung der Elbe beispielsweise wäre wohl wie die Hudson Bay monatelang vereist. Die entscheidende Frage lautet, inwieweit beeinflusst der Klimawandel den Golfstrom und besteht die Gefahr, dass er komplett abreißt? Genau dieser Frage gehen Forschungsteams seit den 80er Jahren nach, denn ihr könnt euch vorstellen, die Antwort darauf ist vielleicht entscheidend für das Leben auf der Erde. Es gibt viele verschiedene Modellrechnungen, aber eins ist ganz sicher, der Klimawandel hat Auswirkungen auf den Golfstrom. Diskutiert wird nur noch, wie fatal die Folgen wohl sein werden. In früheren Analysen könnte sich der Strom um höchstens 20% abschwächen, selbst wenn sich die Kohlendioxidkonzentration gegenüber der vorindustriellen Zeit verdoppeln würde. Die sogenannte Atlantic Meridional Overturning Circulation Amok ist demnach ziemlich stabil, so die Annahme. Andere, aktuellere Studien dagegen behaupten das Gegenteil. Demnach könnten die riesigen Strömungen sogar komplett abreißen, wenn sich der CO2-Gehalt verdoppelt. Es sind mehrere Faktoren des Klimawandels, die den Golfstrom schwächen und lahmlegen könnten. Zum einen erwärmt die steigende globale Temperatur das Wasser. Dieses wird leichter. Das Strömungssystem verliert an Antrieb und weniger warmes Wasser gelangt nach Nordeuropa. Auch das Abschmelzen der Pole und des Grönlandeises lässt das Wasser im Endeffekt leichter werden, denn dadurch nimmt der Salzgehalt des Meerwassers ab. Eine weitere Rolle spielt das Auftauen der Permafrostböden, wodurch sibirische Flüsse mehr Süßwasser in die nördlichen Meere spielen. Im Vergleich zur Eisschmelze wohl aber nur ein kleiner Faktor. Dieses Wissen führt dazu, dass Klimaforschungsteams den Golfstrom sehr genau im Blick haben. Fest steht, er hat sich in den letzten 100 Jahren um ca. 1,2 Grad erwärmt, der Atlantik um 0,5. Das zeigen Daten und Modellsimulationen von 1900 bis 2008. Doch es gibt auch einige Experten und Expertinnen, die dem Golfstrom längst nicht eine so bedeutende Rolle zuschreiben. Sie halten den Einfluss des Golfstroms für überschätzt. Deutschland würde sich bei einem kompletten Zusammenbruch um durchschnittlich 1 bis 2 Grad abkühlen. Und weiter, selbst wenn der Golfstrom im schlimmsten Fall komplett zum Erliegen käme, würden wir demnach wohl um sibirische Winter drumherum kommen. Denn die Klimaerwärmung würde diesen Effekt wieder ausgleichen. Dennoch, in Island und Skandinavien hätte ein lahmgelegter Golfstrom weitaus krassere Folgen. Die Eisdecke würde anwachsen, die Temperaturen im Winter um bis zu 7 Grad absinken. Dies würde zum einen die Fischerei und damit auch die Wirtschaft, ja,
ziemlich stark beeinträchtigen. Zum anderen würde auch das regionale Klima in vielen Teilen der Welt beeinflusst, beispielsweise in Mittel- und Südamerika, da sich der Regengürtel über dem tropischen Atlantik in Richtung Süden verschieben würde. Aber auch an den amerikanischen Ostküsten würde der Meeresspiegel steigen, hat er ja auch schon begonnen, genauso wie die Anzahl der Hurricanes. So oder so scheinen die Veränderungen des Golfstroms erhebliche Folgen zu haben. Welche genau? Das werden wir wohl erst in der Zukunft erfahren. Und wenn ihr als erstes Neues zum Thema Golfstrom und zu den Klimaänderungen dadurch erfahren wollt und zu allen anderen Themen, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Da müsst ihr einfach nur hier draufklicken. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klikso mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und dadurch mitbestimmen, was hier bei Klikso passiert. Der direkte Draht zu mir einfach. Da draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Klimawandel, weltweites Wetterchaos hat begonnen. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.